Okay, ich gebe es zu. Ich bin ein Riesenfan der Sachen von Ghostech.de. Ghostech, eine Sampleschmiede hier aus Deutschland, und die Jungs rund um Christoph versorgen uns ja auch regelmäßig mit Updates und tollsten Samples in ihren Bundles, sodass man wirklich schnell und auf hohem Niveau Musik machen kann. Entweder direkt daraus erstellen oder sich einfach davon inspirieren lassen, die eigene Musik damit pimpen, und sei es nur ein Drumloop, mit dem man startet und dann darauf seinen eigenen Song aufbaut. Und weil es ja auch 3 Essential Bundles im Rahmen des Adventskalender-Gewinnspiels zu gewinnen gibt, also für dich unter anderem auch, habe ich mir gedacht, zeige ich dir heute einfach mal, wie schnell und vor allem auf welch hohem Niveau man damit Musik machen kann. Und das siehst du in diesem Video. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghostech.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und auch wenn wir uns so ganz langsam mal der Ziellinie nähern, ist es doch immer noch Zeit genug fürs Gewinnspiel, denn das läuft ja noch ein bisschen weiter, bis wir es dann am 29. Dezember, am Mitmachschluss quasi, am 29. Dezember um 20.30 Uhr mit dem großen Livestream beenden. Und vorher habe ich mir gedacht, zeige ich dir nochmal einen kleinen Leckerbissen, vielleicht einen kleinen Appetithappen, der vielleicht bei dir auch eine Initialzündung losgibt, eben nicht zu warten, bis das Gewinnspiel aufgelöst wird, sondern dir vielleicht vorher schon mal das ein oder andere Sample-Pack von den Jungs von Ghostech zuzulegen. Ghostech gibt ja insgesamt 3 Essential Bundles für uns im Gewinnspiel hier, stellen sie zur Verfügung, und deswegen einfach mal Grund genug, kurz reinzugucken, wie schnell man damit Musik machen kann. Und deswegen ist dies quasi ein Speedrun. Wir laufen also ganz schnell einfach mal durch das Sample-Paket und ich zeige dir, wie schnell man damit Musik machen kann. Wir starten einfach mal. Ich habe hier eine leere Session und habe auf der rechten Seite von meinem Bildschirm jetzt nur die Sounds vom Ghostech schon mal installiert, also vom Essential Bundle, und du siehst, dass wir hier einiges finden können. Hier gibt es also Atmosphären, hier gibt es Bass, hier gibt es cineatische Effekte, Spezialeffekte, die wir nur aus dem Kino kennen normalerweise. Dann Schlagzeug, Foley Sounds, das sind irgendwelche Geräusche, die man nutzen kann, Gitarren, Keyboards und Strings, dann Melodien und vor allem Vocals. Und daraus klicken wir jetzt mal rucki-zucki Musik zusammen. Und auch wenn du deine Musik normalerweise nicht so startest, ist es ja vielleicht eine schöne Inspiration, damit einfach mal einen Song zu beginnen. Und wenn es, wie gesagt, nur ein Drumloop ist. Und genau mit dem fangen wir jetzt mal an. Wir nehmen also mal einen Drumloop. Wir gucken mal hier Essential Drums. Gucken wir bei den Loops und gucken mal, hier sind Drumloops. Und dann hören wir einfach mal durch, was wir hier finden. Im Moment habe ich das Tempo 120 eingestellt und wir gucken mal, ob wir irgendwas da auch in dem Bereich finden. Da hören wir mal einfach kurz durch. Den finde ich gut. Den finde ich gut. Den ziehen wir mal direkt rein. Ghostech EB Drum. Ziehen wir mal hier rein. Guck mal, der läuft jetzt nicht im richtigen Tempo. Das heißt, wir müssen mal eben das Tempo anpassen von dem Ganzen. Das mache ich, indem ich hier einfach mal kurz den Inspektor starte und sage, dass bei diesem Sample hier auf der linken Seite das Tempo bitte time gestretched werden soll. Also das Sample soll in der Länge, in der Breite angepasst werden an unser Tempo. Und das haben wir jetzt schon geschafft direkt dadurch. Da ist also unser Beat, dann nehmen wir den mal als Basisbeat, kopieren wir den mal hier rüber, machen wir da einfach mal 4 Durchläufe von. Und gucken wir mal, nee, machen wir nur 2 Durchläufe, da ist ja noch keine Hi-Hat drauf, oder? Genau, machen wir ersten 4 Takte mit Hi-Hat, haben wir hier noch was drunter, mal gucken, wie es weitergeht hier. Guck mal, da ist doch direkt eine freistehende Hi-Hat. Dann nehmen wir die Hi-Hat doch direkt dazu, ziehen wir auch mal da drunter und machen mal den zweiten Takt hier mit der Hi-Hat. Die ist jetzt auch wieder zu lang, müssen wir wieder das Tempo anpassen hier, Time Stretch. Und dann kommt jetzt hier die Hi-Hat dazu. Zu laut. Okay, alles klar, da haben wir schon, das ist ja wirklich eine coole Geschichte. Haben wir noch mehr, hier steht noch Synthpop Full, ist das der... Okay, das ist der Sound dann komplett mit einer Hi-Hat, das heißt, den packen wir mal direkt dahinter und lassen den natürlich auch im Tempo, Time Stretch ist schon eingestellt, können den jetzt mal kopieren und machen davon einfach mal 4 Stück hintereinander. So, damit haben wir jetzt schon mal eine Grundbasis für unseren Song gelegt, das heißt, wenn ich hier mal einen Loop ziehe, dann klingt das schon wie folgt. Startet erstmal mit einem ganz normalen Beat. Und dann kommt die Hi-Hat. Okay, bei dem Takt nehmen wir mal ein bisschen raus. Ich habe ja gesagt, man kann sich auch inspirieren lassen an der Stelle. Nehmen wir einfach mal den letzten Beat raus. Dann nehmen wir die Hi-Hat raus
und lassen einfach mal hier die Bassdrum weg. Mal gucken, dass wir das hier an der Stelle kürzen. Jetzt klingt es nämlich da, wenn man den Takten schon so. Eins, zwei. Und da geht es dann weiter. Das heißt, da können wir jetzt einen kleinen Aufbau machen. Ich habe gerade schon gesehen, dass hier Drum Fills sind oder Drum Rolls. Gucken wir mal bei den Drum Rolls. Bassdrum, darunter Snare, Tom, Kick. Ach komm, wir nehmen einfach mal diese Snare, die wir hier haben, ziehen die mal rein. Die ist ja auch Tempo 100. Und kurz gucken, dass wir die im Tempo anpassen wieder. Hier Tempo folgen auf Time Stretch. Und die soll jetzt hier ihren Höhepunkt nach unserer Pause haben an der Stelle. Also hören wir mal kurz. Okay, guck mal, so schnell geht das. Da haben wir schon einen ersten Aufbau. Das heißt, der Drumroll geht jetzt da, dann soll der Beat da richtig volle Pulle durchstarten. Das heißt, es wäre auch gut, wenn wir dann nach diesem Loch, was wir da haben, dass wir da auch ein Percussion noch dazu nehmen. Gucken wir mal bei den Percussions, am besten ein Shaker. Hier ist ein Shaker. Nee, der ist mir zu lahm. Der Shaker hier ist eigentlich Tempo 128. Okay, 128. Hier haben wir noch einen Shaker. Hier, 140. Nee, hier unten ist noch ein Shaker. Okay, der spielt auf jeden Fall schön durch. Den ziehen wir mal hier rein. Der soll hier starten. Das heißt, auch hier müssen wir wieder das Tempo anfassen. Tempo, Time stretchen. Und jetzt ist er schon im Tempo. Jetzt hören wir mal den Übergang an da an der Stelle. Zu laut. Ziehen wir runter, nochmal. Okay, wäre doch cool, wenn der sich direkt bewegen würde, was? Lass mal kurz ein Autopan draufpacken. Autopanorama, M Autopan, genau, da ist er. Damit kostenloses Plugin übrigens, kann ich dir mal den Link unten in die Videobeschreibung reinpacken. Aber jetzt müsste direkt hier bei dem Shaker schon Bewegung drin sein. Yes! Okay, den kopieren wir mal direkt durch, dass wir den auch durchlaufen haben. Und dann haben wir ja schon fast die Grundstruktur und können direkt, ich würde sagen, wir packen mal direkt einen Bass dazu. Ne? Ich mache noch eben die Spuren rot, damit wir auch wissen, dass das hier Schlagzeug ist. So, rot. Bei mir ist Schlagzeug immer rot, deswegen. Und Percussion ist übrigens orange, das heißt, die machen wir hier orange. Wo ist denn ein schönes Orange? Das ist gelb. Dann nehmen wir das Orange. Okay, also ein Bass. Wir gehen mal aus den Drums raus und du siehst, es ist wirklich rucki-zucki, kann man sich hier eine Basis legen. Und wenn du dich melodisch nicht dafür interessierst, bist du auf jeden Fall auch mit Drum-Grooves und Loops wirklich auf hohem Niveau wirklich dabei, coole Musik zu machen. Wir gucken mal, was wir hier am Start haben. Und schnelle Entscheidungen, habe ich ja gesagt. Also mal gucken, was mich inspiriert. Nicht. Moment. Das klingt cool, ist eigentlich Tempo 80, aber hören wir mal, wie sich das hier einfügt. Mal Tempo 80 hier dazu. Packen wir wieder im Tempo an, also Time Stretchen. Das Ganze in gelb, meine Bässe sind gelb. Mal gucken, wie das hier, ich mache mal direkt zwei hintereinander, mal gucken, wie das klingt an der Stelle nach dem Übergang. Okay. Mega, ich habe schon riesen Spaß. Das ist, du siehst mal, es ist wirklich rucki-zucki, hat man hier was zusammengeklickt. Das ist ja wirklich mega. Schieben wir mal zusammen. Also wir haben Drums, wir haben Percussion, wir haben Bass. Nehmen wir mal gucken, ob wir eine Gitarre finden, die dazu passt. Wir sind hier in F-Moll. Okay, nehmen wir mal Gitarren da. Gucken, E-Gitarre. Bei Tempo 100, was wir da finden. A-Moll, C-Major, F vermindert. Mal gucken, was das ist. Okay, hören wir uns mal an, wie das klingt. Okay,
auch wieder im Tempo natürlich anpassen, damit wir das auf unsere 120 Beats kriegen. Machen wir mal zwei Durchläufe, hören wir mal, wie das klingt. Die Gitarren sind übrigens blau. Oder ne, machen wir grün. Können wir blau für die Vocals nehmen, ne? Ne, das beißt sich. Das war's also nicht. Spur wieder weg. Hören wir mal, was wir hier noch haben. Okay, das nochmal. Ist mir ein bisschen zu groovy. 100 Beats, gucken wir mal bei 128 Beats, was wir da finden. Haben wir da was in F Major oder Min? Das ist trocken, was haben wir da drunter? Mal gucken, wie das klingt. Schieben wir mal hier rein, Tempo wieder anpassen. Okay, das können wir mal drin lassen. Gucken, ob das cool ist. Nehmen wir da noch ein bisschen was raus. Den Takt machen wir ohne, schneiden wir den mal frei und machen das hier mal weg. Mal gucken, wie das klingt. Können wir noch ein Delay draufpacken? Mal gucken, ein Delay. Nehmen wir das von Studio One vielleicht, das Analog-Delay, ein Viertel-Delay. Stellen wir hier mal kurz ein. Du siehst, wie schnell man damit wirklich Musik machen kann. Das ist wirklich irre. Hören wir mal kurz. Sehr cool. Das lassen wir mal stehen, nehmen wir hier hinten auch einen kompletten Takt weg und haben dann hier eigentlich schon einen Durchlauf. Mal gucken, ob wir jetzt noch Vocals dafür finden, weil dann haben wir im Prinzip schon fast zumindest einen Track zusammengeschoben, mit dem man zum Beispiel ein Video unterlegen könnte. Wenn du zum Beispiel ein Urlaubsvideo machst oder sonst was irgendwie und da so eine schöne Musik drunter haben willst, kannst du dich ja inspirieren lassen davon und hier mal eben schnell was zusammenklicken, vor allem wenn du keinen Zugriff auf rechtefreie Musik hast oder so. Da ist das ja rucki-zucki gemacht. Wir gucken mal bei den Vocals, ob wir was finden, was dazu passt. In E-Moll nehmen wir mal. Du siehst, dass hier jede Menge Vocals dabei sind. Ja, mal Erik kurz reinhören. Na, das nicht. Okay, das klingt gut. Das könnte vielleicht in unsere Tonart rein, könnte vielleicht in unsere Tonart reinpassen. Mal gucken. Okay, packen wir mal wieder ins passende Tempo reinpacken und jetzt mal hören. Nein, das passt nicht. Machen wir mal zurück. Mal gucken, was wir noch finden. Wir stehen aber auch keine Tone an dahinter. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Man muss mal jetzt Trial and Error machen. Okay, das könnte vielleicht passen. Packen wir mal hier auf den nächsten Punkt drauf. Machen wir ein bisschen Hall drauf mit dem Valhalla. Da ist der Name quasi Programm. Valhalla. So, Valhalla Vintage Verb. Mal gucken, wie das klingt. Machen wir mal einen Ganzton höher. Wir können das Sample ja mal hier einen Ganzton höher schieben. Wo war das? Hier unten links kann man das, glaube ich, machen. Ne? Da muss man nur richtig einblenden, transponieren. Zwei Halbtöne höher. Gucken, wie das klingt. Noch einen Halbton, drei Halbtöne. Das ist nicht so richtig cool, ne? Aber du siehst auf jeden Fall, hier gibt es eine ganze Menge Spielwiese. Wir gucken mal eben bei den anderen Vocals. Nehmen wir mal nicht Ellie, sondern gucken wir mal bei Azuria. One Words, mal gucken. Dry. Before Beauty. Okay, hier stehen jetzt auch die Tonarten dabei. Das heißt, hier haben wir auch passend direkt was für F vermindert. Mal gucken hier unten, was hier gesungen wird. Girl.
Okay, das passt perfekt. Schieben wir mal drauf und gehen hier mal auf den zweiten Takt. Wirklich im Tempo wieder anpassen natürlich. Und packen da der Hall, ist der Hall noch drauf? Ne, da packen wir den Hall mal drauf, den wir gerade gehabt haben. Hier den Valhalla Vintage Verb, der macht ja wirklich eine schöne Fahne hinten dran. Einfach mal nackig so wie er ist, einfach hinten dran. Dann haben wir doch noch einen zweiten hier. Da sagt er Girls Grow. Vielleicht können wir da noch einen zweiten draufpacken. Hier mal gucken, wie das klingt. Den packen wir etwas später. Da, Girls Grow. Soll ich das Tempo noch anpassen oder ist der schon angepasst? Ne, der ist schon angepasst. Startet ein bisschen spät rein. Aber mal gucken, dass wir den auf den Punkt noch kriegen hier. Ein bisschen nach vorne ziehen. So. Und den anderen auch ein bisschen nach vorne ziehen. Dann ist er auch auf dem Punkt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, das Experiment können wir abschließen und du hast einen kleinen, minimalen Überblick darüber bekommen, was in den 7 Gigabyte Sounds drinsteckt, die im Essential Bundle tatsächlich versteckt sind. Und diese 7 Gigabyte, die haben es tatsächlich in sich. Du kannst dich also wirklich inspirieren lassen und wenn du nicht darauf warten willst, ob du das Paket gewonnen hast oder aber du vielleicht schon mal Lust hast, in den anderen Paketen von GoStack rumzustöbern, dann findest du einen Link unten in der Videobeschreibung, kannst du mal drüber gehen und kannst dann da mal ein bisschen stöbern. Bei den Jungs von GoStack, ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Rumtüfteln. Falls du schon ein GoStack-Paket hast, schreib's doch mal unten in die Kommentare rein und schreib uns, welche Pakete du hast und vor allem, was für Musik du damit tatsächlich machst. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Video-Recording-Blog-Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und ich mache jetzt noch ein bisschen Musik. Yassou! The book,